Also ich stelle mir das gerade vor, Poxo als Pokémon-Trainer. Er wird den Ball wahrscheinlich gegen sich selbst schmeißen. Los, Ups. Pokéball! Auch Und das sein hab ich. Raupi wird sich dann wahrscheinlich sagen, cool, ich habe einen Trainer gefangen. Hallo und herzlich willkommen zurück mit einem immer noch ganz verwirrten Pox, einem noch mehr verwirrten Zanrillas und Aluminiumerz zu Rising World. Komischer Nebensatz. Ach ja, Werkbank Nummer 2. Hier cool, seht ich kann ihr mir sie. Eine Uhr bauen. Er kann sich Und eine eine Uhr bauen. Glühbirne und eine Leuchtstoffröhre. Oh mein Gott. Boah, ey. Und die Werkbank Stufe 2. Nochmal. Oh mein Gott. Also, es hat nichts gebracht, außer eine Uhr und einen Kompass. Ja, das... Und andere Lichter. Das, wisst ihr, oder weißt du, was das jetzt ist? Das sind diese Sachen, die du vorhin in der anderen Werkbank hast. Oder hattest. Und plus Glühbirne und Leuchtstoffe, Leute. Genial. Ja, aber das Coole ist halt einfach Eisenstab und Wolframstab. Also für Wolfram hat man wenigstens eine Verwendung und für Kupfer. Ja, aber warum zwei Wolframstäbe? Das sind zwei Wolfram... Nee, egal. Das sind nicht... zwei Wolframstäbe, das ist ein Barren. Nee, das sind 0,5 Barren. Ach so, na okay, dann sehe ich es vielleicht gerade so ein. Du darfst aber auch gerne, wenn du möchtest, hier das ganze Erz schmelzen oder einen zweiten Hochofen hinstellen. Einen zweiten Hochofen? Wo kriege ich jetzt auf die Schnelle so viel Stein her? Warte, warte, warte. Nein, bitte nicht bewerfen. Liegt da unter dir. Okay, danke. Muss ich den Hochofen jetzt auch an der Bank machen? Nee. Sonst kannst du die Bank ja nicht machen. Verschiedenes. Nicht wirklich. Weil ich bastel dann jetzt meine Mauer weiter. Rohstoffe? Nein. Lichter? Laterne? Bergbänke, du Nase. Oh. Ob man mit dem Webstuhl jetzt auch interessantere Sachen machen kann? Kannst du ja mal gucken, stell einen hin. Uah, Hilfe. Jetzt mache ich erstmal den Ofen, so. Das dauert. Ich muss die sowieso irgendwann nochmal alle verschieben, beziehungsweise mir nochmal neue bauen, weil das soll ja alles hier rein. Das dauert jetzt nur eine Stunde. So, dann machen wir mal an. Ich hoffe einfach nur, dass die. Wobei, ich finde es gut, dass wir halt das mit dem Passwort machen, weil so kann ich jetzt einfach sagen, gut, ich lasse das ganze Erz einfach in der Kiste, da vergreift sich eh keiner dran. Ja, also das ist. Kann man wirklich so sagen. Da bin ich wirklich froh. Weil ich glaube, weder Chili noch Nova noch Hyperion DLC oder der andere, der Carsten, der jetzt mit dabei ist, die würden das, glaube ich, nicht unbedingt tun. Geschweige denn, dass wenn ich es rauskriegen würde, sie nicht mehr lange auf dem Server bauen. Ja, so in etwa. Allerdings, wenn die jetzt rauskriegen, wir haben uns unser Aluminiumerz gecheatet. Übrigens, das muss ich euch jetzt erzählen, ne, liebe Zuschauer. Wir haben ja jetzt in der letzten Folge versucht, einen nicht ganz so verwirrten Pox vor dem Schreibtisch zu sitzen zu haben, aber das hat auch nicht funktioniert. Nein, wir haben versucht, Aluminiumerz zu finden. Und wir haben im Rising World Forum geguckt und mal ohne Spaß. Das Zeug spawnt nur in der Nähe der Oberfläche. Und dann auch noch so rar, dass es niemand findet. Ja. Und du brauchst einfach. Und es sieht auch noch aus wie Stein. Und es sieht auch noch aus wie Stein. Und dann brauchst du halt einfach schon Aluminium, um eine Werkbank zu bauen. Also da vergeht mir der Spaß irgendwie ganz leicht, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, das Problem habe ich nicht, aber es dementsprechend, also wenn jemand Aluminiumplatten braucht, ein bisschen Aluminium haben wir da noch. Ja, so ein kleines bisschen, so also. 60 Stück, glaube ich, irgendwie. Ja. Dementsprechend an das Aluminium dürft ihr dran, aber sonst hack ich euch die Hand ab. Ja, ich denke mal, es hat schon wieder niemand auf die Uhr geguckt, oder? Nee. Respekt, das mache ich selber. Ahne. Nein. Jetzt mache ich es selbst. Du hattest doch immer eine Software, die deinen Timer direkt mitstellt, du. Ja, ich nehme aber nicht mehr mit MSI Afterburner auf, sondern mit was anderem. Warum? Weil ich es kann. So, deswegen versuchen wir heute nicht mehr ganz so verwirrt zu sein. Und ich möchte mich mal übrigens entschuldigen. Ich will da nicht schlafen jetzt. Ich möchte mich noch entschuldigen, dass vorgestern von uns beiden keine Folge gekommen ist. Ja, wir entschuldigen uns immer einen Tag später. Aber irgendwie war Sanrillas zu faul und zu stark am Streamen, um was aufzunehmen. Deswegen kam halt mal keine Folge von uns beiden. Du, mein Van Helsing kommt auch sehr unregelmäßig. Ich sollte davon heute auch eine Folge machen, aber irgendwie habe ich keine Lust. Sanrillas,
Hey, meine Freundin hat heute mal einen Tag frei, ich darf das. Du bist ein sehr, sehr fauler Drache. Ich weiß. Und dafür Ist habe das ich nicht die wichtigste Eigenschaft? insgesamt habe ich schon 9 Stunden gestreamt. Ich darf auch mal Pause machen. Nein. Du arbeitest ja gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich sitze nur die ganze Zeit irgendwo und. Nee, ihr wisst ja, wie das ist. So als als selbstständiger Hartz-IV-Empfänger. Selbstständiger Hartz-IV, das habe ich auch Ja. noch nicht gehört. Da sitzt man den ganzen Tag irgendwie vor dem Fernseher und guckt Hartz-IV-TV respektive So. RTL2. Jetzt gibt es nur noch eine Stelle, an der man überhaupt noch hier reinkommt. Ja, die ist oben, oder wie? Ja, das ist hier hinten, weil der Berg hier noch so hoch ist. Ach so. Da kommt man noch ganz locker rein, aber an der Stelle, wo du immer reingesprungen bist, sollte man jetzt auch nicht mehr rein können. Ich bin ja mal gespannt, was Cinderella da noch macht, weil er ist ja wirklich der Über-Terraformer, ne? Ja. Da ist meine Freundin schlimmer. Naja, wenn man sieht, was du auf dem letzten Server angestellt hast. Ja, ich mach doch hier schon gar nicht mehr so viel Terraforming. Ja, schon klar, aber dafür baust du trotzdem irgendwie ein Riesenhaus. Darf ich da eigentlich mit dir drin wohnen? Weil ich habe momentan nicht so die Intention, mir ein eigenes Haus zu bauen. Also, ich habe damit zurzeit kein Problem, aber das, was du hier siehst, ist nur der Anfang des Sockels für die Statue. Ja, Das hier ist kein Haus. ja, das ist mir egal. Also ich nehme mir halt hier hinten die Ecke, wenn ich mir da ein Klo reinbaue und ein Fenster reinmache, dann reicht das schon. Nee, also das kommt ja alles nachher in die Statue. Ach so. Die Statue selber soll das Haus werden. Hier unten ist dann die Werkbänke und all sowas. Okay. Das Ja, hier wird der Lagerraum. wie gesagt, weißt du, ich wohne auch in dem Lagerraum oder weißt Ja, du darfst im Katzenklo schlafen. Cool. Das ist wenigstens schön weich. Da fällt mir gerade so von, leg dich nicht mit Sohan an. Die Katze ein. Wer kennt's? Schreibt's mal in die Kommentare los. Sandrilla, du kennst es bestimmt auch, oder? Ja, klar. Was? Leg dich nicht mit Sohan an. Kennst du nicht? Ne. Riechen, riechen und genießen. Genau. Nein, Sani, ohne Spaß, du kennst den Film nicht. Nein. Oh mein Gott. Okay, Arne, wie bringen wir ihm das jetzt bei? Geheimagent? War es aus welchem Land? War es nicht? Israel? Ja, ein israelischer Geheimagent, der Die nach haben Amerika Geheimagenten? kommt, um Friseur zu werden. Ja. Ah, ja. Mit Adam Ja. Sandler. Das erklärt schon alles, warum ich den Film nicht gesehen habe. Warum nicht? Kein Kommentar. Sag jetzt nur nicht, du magst Adam Sandler nicht. Nicht wirklich viel. Dann lasse ich mich jetzt aber scheiden von dir. Also das ist ja wirklich mit einer der besten Schauspieler, oder? Ich Also, glaube, deswegen kriegt er so oft die Himbeere. was die Himbeere? Goldene Himbeere, der Für Preis die für den schlechtesten schlechtesten Filme. Film. Ja, klar, aber Den kriegt er jedes Jahr. echt? Also ich finde die Filme nicht schlecht, oder habe ich einfach nur einen scheiß Du hast Filmgeschmack? auch einen scheiß Humor. Das nehme ich dir jetzt aber übel. Das ist mir klar, das ist mir aber auch egal. Ja, toll. Ich habe recht, das ist das Problem. Ich weiß nicht, Sandrillas ist halt irgendwie nicht gut drauf. Das geht heute den ganzen Abend schon so. Ich fühle mich hier irgendwie diskriminiert und Dich kann einsam man und nicht verlassen. diskriminieren. Doch. Dafür bist du gar nicht Minderheit genug. Was? Minderheit genug? Ja, man kann nur Minderheiten diskriminieren. Ach so. Ja, das stimmt. Afroamerikaner, Chinesen. Aber Chinesen. Box nicht. Chinesen sind keine Minderheit, davon gibt's genug. Und das soll jetzt kein Rassismus oder sonst irgendwas sein, sondern davon gibt's sie wirklich genug. Möchte mir da niemand zustimmen gerade. Ich finde deren Politik nur immer ganz toll. Du darfst nur ein Kind haben, weil wir jetzt zu wenig Leute haben, dürfen jetzt die Leute, die Einzelkinder sind, die dürfen dann jetzt 2 Kinder haben. Und danach dürfen alle wieder nur noch ein Kind haben. Das ist eine sehr selten dämliche Idee. Naja, irgendwie muss man was gegen Überbevölkerung tun, oder? Ja, aber das ist doch selten dämlich, weil im Endeffekt hat doch dann jetzt jeder dann wieder 2 Kinder und dann wieder nicht und dann wieder schon. Das hilft doch nicht, das schiebt doch nur hin und her. Ich stelle mir da gerade nur die Frage, was macht man, wenn man Zwillinge hat? Das ist egal. Es zählt als eins. Ach so. Muss nur dafür sorgen, dass die Köpfe zusammenbleiben. Ach, Sunny, was ist denn los? Du bist heute so gehässig. Bin ich gar nicht. Ich würde ja schon fast sagen, hattest du halt schlechten Sex oder so, aber ich weiß, Gar dass du keinen. gar keinen hattest. Siehst du?
Irgendwann baue ich die Kamera ab, Alter. Die Kamera? Weiß genau, wovon ich rede. Ach so. Ach ja, die ist schön, die gefällt mir. Also, ich glaube, ich spiele mal kurz den Niveauwächter. Wollen wir nicht vielleicht noch mal ein bisschen hochgehen? Oh. Welches Niveau? Ja, Hast dir ich die weiß. falschen ausgesucht? Das Niveau geht bei mir aus, sobald ich die Sterntaste auf meiner Tastatur drücke. Soll ich nochmal drauf drücken? Nein. Gut. Nein. So, aber jetzt mal weg mit dem Niveau, Limbo. Ich habe Karotten gefunden. Ja, jetzt hier mal Butter bei den Fische. Ja. Was würdest du sagen, was ich mir in dieser Staffel bauen soll? Weil mehr wie ein Bauwerk bekomme ich sowieso nicht auf die Reihe. Das weiß ich jetzt schon. Du baust den größten Penis der Welt. Sure. Den habe ich doch schon. Den baue ich, muss ich nicht bauen. Gut, Arne, denk du dir mal was aus. Ich habe zwar eine Idee, aber ich glaube, dafür erschlägt er mich. Ja, okay. Hört sich interessant an. Aber, Ich könnte es natürlich sagen, aber ich glaube, dafür kriege ich echt Ärger. Ja, mach doch. Ja, Ein Gebäude? bau mir mal bitte maßstabsgetreuen republikanischen Sternenkreuzer. Was ist das? Die Kreuzer von der Republik aus Star Wars. Was ist Star Wars? Oh Mann. Das Thema hatten wir doch schon mal. Okay. Neue Idee. Dann bau dir einen Fusionsreaktor. Ein funktionierender Teilchenbeschleuniger. Nein, ich baue einen Arc-Reaktor. Yay! Sag jetzt nicht, du kennst Iron Man auch nicht. Doch, Sonst aber. reiche ich die Scheidung ein. Das wolltest du doch vorhin schon. Achso. Er ist halt launisch. Ja, das ist die schlimmste Frau, die man haben kann. Ah, ich brauche keine Frau, ich habe einen Pox. Ja. Ich habe Ja, Tomaten Problem ist nur, dass übrigens der dauernd geerntet. einen im Tee hat. Bitte was? Nein, habe ich gar nicht heute. Nein, nee, nee. Du auch Nein. nicht. Nein, nein. Wirklich nicht. Aber die Tage zuvor waren sehr schlimm. Also, nur um es den Zuschauern mal ne, zu sagen, das, was ich monatlich an Geld für Essen ausgibt, gibt eher für Alkohol aus. Milch. Du gibst Geld für Essen aus? Entschuldigung, dass ich da jetzt frage, aber Ja. warum tut man sowas? Huch. Ah nein, jetzt haben alle den Cheat Weil, gesehen. naja, weil Arne halt doch sehr wählerisch ist mit seinem Essen. Und irgendwie muss ich ihn ja im Keller festhalten. Okay, also wir spielen halt wirklich, wie verwirrt man am besten Pox, oder? Ja. Eigentlich Spielen wir verwirrt es man nicht immer? Pox am besten mit sich selbst. Ein wildes Pox taucht auf. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Nein, es hat sich vor Verwirrung selbst umgebracht. Oder selbst in den Pokéball eingefangen. Nein, da werde ich freiwillig wieder zurückgehen. Ach so, nein, ich bin ja wild. Hm. Ah, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, Entschuldigung. Also ich stelle mir das gerade vor, Pock so als Pokémon-Trainer, er wird den Ball wahrscheinlich gegen sich selbst schmeißen. Los, Irgendwas. Pokéball! Auch, Und das sein taugt mir. Raupi wird sich dann wahrscheinlich sagen, cool, ich habe einen Trainer gefangen. Ah. Hatte einer von euch beiden Safcon oder wie hieß denn das andere? Kokuna? Kokuna, genau. Ja, warum? Safcon. Ja, Beide eigentlich. die beiden sind bei mir immer nie irgendwie weitergekommen. Ich hatte einen Raupi und ich hatte einen. Wie hieß denn das? Hornliu. Hornliu, genau. Und die sind nie weiter wie über ihre Kokonformen gekommen. Leider. Warum? Smetbo ist mit Abstand das mächtigste Pokémon am Anfang. Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt. Weißt du, packst dir einen Glumanda, holst dir einen Raupi, erste Arena tot, zweite direkt hinterher. Gar kein Das Problem. sind die Pokémon Pros. Smetbo ist so stark, gerade wenn man ihn ein bisschen mehr trainiert, also dann noch die Windböe hat, bevor du in Azalea bist Ja. und dann fertig, aus, Ende vorbei, Wasser-Pokémon tot. Okay, also ihr seht schon, Sandrill, das ist der absolute Die Pokémon-Crack. ersten Editionen habe ich auswendig im Kopf. Ich weiß exakt, welches Pokémon ich in welcher Situation brauche. Das ist toll. Ich weiß sogar noch genau, welche Upgrades mein Glurak bekommen hat, damit es mehr Schaden macht. Yeah.
Das habe ich alles noch auswendig. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch beide. Ich denke mal, Arne kann da ja auch mitsprechen. So alt bist du ja noch nicht, oder? Nee, Spaß beiseite. Die ersten 105 oder 151 Pokémon oder die, die danach dazugekommen sind? Welches die ersten sind besser? 151. Oh, danke schön. Ihr ja, seht, die ersten. Ihr seht, wir sind alles alte Menschen. Der ein oder andere ich bin der jüngste alte Mensch. Der ein oder andere Zuschauer fragt sich jetzt wahrscheinlich so, wie nur 150 Pokémon? Es gab Pokémon. Mal nur 151? Ja, die gab's mal. Ich dachte, 1000 sind normal. Na, also persönlich muss ich aber auch sagen, dass Pokémon 0 gefällt mir eindeutig am besten. Pokémon 0? Ja, Missing No. Ist das 0? Ja, das ist 0. Das ist der Platzhalter für 0. Ah, cool. Das wusste ich nicht. Ja, die erste Edition hatte nicht nur Missing No, sondern auch noch irgendwie jede Menge andere, ja. 104 weitere dieser Art. Echt? Ja. Ja. Die waren ja auch noch völlig verbuggt. Also, ich kenne halt den Cheat und wenn du das Missing No gefangen hast, dann konntest du direkt von vorne wieder anfangen zum Spielen. Nee, nicht wenn du es richtig gemacht hast. Nicht wenn du es richtig gemacht hast, weil das... Also, ich hab's gefangen und das konnte mal dann irgendwie alle Sachen, die Mewtwo konnte und keine Ahnung. Hat sich dann entwickelt zu einem Bisa Knosp. Echt? Aber es sah immer noch aus wie ein Missing No. Ja. Das hat's bei mir nie getan. Ja, der Punkt ist halt einfach, wenn du den Cheat richtig machst, dann zerhackt es dir auch das Spiel nicht. Ja, dann erklär mal, wie ging's denn? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr auswendig. Ah. Also, es gibt Sachen, die merke selbst ich mir nicht mehr. Bitte was? Es gibt selbst Sachen, die merke ich mir nicht mehr, aber ich glaube, ich habe aufgehört zu spielen bei Pokémon mit Rubin und Saphir. Ich habe Schwarz und Weiß habe ich angetestet, habe da aber nicht wirklich viel Spaß dran gehabt. Also ich muss ehrlich sagen, die letzte Version, die ich wirklich komplett durchgespielt habe, war die gelbe. Also ich hatte Rot, Blau und Gelb und die habe ich auch alle durchgespielt, wobei sich Gelb ja wirklich nicht wirklich von den anderen beiden unterschieden hat. Also dass dir das... Doch. Blöde Pikachu die ganze Zeit hinterhergelaufen ist. Allein, dass du alle Pokémon fangen konntest, was du vorher in Rot und Gelb, Rot und Blau nicht kannst. Ja, klar, das schon, aber vom Ablauf her, ne, durch die Arenen durch und. Ja, klar, das ist ja immer das Gleiche. Ja. Aber never change a running system. Ja, das hat sich damals gut verkauft. 80 Mark halt, hat das damals übrigens gekostet, fällt mir gerade so ein. Ich hatte halt den Vorteil, dass meine Mutter da auch tierisch drauf abfährt und die spielt auch heute noch die ersten Pokémon-Edition. Ja, yeah, cool. Ich mag dann. Und wir haben die auch noch alle und ich glaube, wir haben echt alle bis Smaragd haben wir alle zu Hause rumliegen. Kenn ich. Und danach haben wir es nie wieder angepackt, weil es uns irgendwann nicht mehr interessiert hat, weil die Pokémon, die danach kamen, naja, ich glaube, mit der nächsten Generation haben wir dann Stuhl oder so. Was, Stuhl? Ja, hallo, es gibt schon Schlüsselbund als Pokémon. Oh mein Gott. Und Ding Schwert und Schild. Das Ding nennt sich Klefki. Klefki. Oder, ja, Schwert und Schild, Damokless halt. Oder Klick. Ja, Klick. Klack. Und Klick, also, Klack. Du kennst ja Magnetilo und seine Entwicklung, ne? Ja. Ja, das wurde dann nochmal neu aufgefrischt mit Klick, Klick, Klack und Klick, die Klack. Ein Zahnrad, zwei Zahnräder, drei Zahnräder. Genius. Ah, okay. Und was mich möchte halt so nicht bisschen, wissen, was die für Drogen nehmen in dem Laden. Was mich so ein bisschen geärgert hat, ist, Mewtwo war mit Abstand eins meiner Lieblinge. Ja, war immer cool. Und dann haben sie es gegen dieses eklige Lucario ausgetauscht. So, Lucario ist ein Psycho-Hund ja. Mit blauer Fellfarbe. Ich weiß schon, was Lucario ist. Das müsste aber dann schon direkt nach Gelb passiert sein, oder täusche ich mich da? Nee, das ist in der dritten erst gekommen. Das ist bei hier. Oder was? Nee, vierte erst. Das ist weiß und schwarz erst. Ah, okay. Da fällt mir so ein, da könnten wir doch mal eine kleine Aufnahmesession starten, wir zwei, oder Sandrillas? Was meinst du? Inwiefern? Pokémon. Ich habe kein Gameboy mehr. Das brauchst du nicht. Du hast ja einen PC hoffentlich, oder? Ich emuliere das doch nicht, hallo? Ja, doch, musste. Controller dran und los geht's. Also, wir können ja gerne daraus der Dingens machen, hier eine Road to Die Challenge. Eine Road to Die aus Pokémon? Du darfst, wenn das Pokémon stirbt, das ist tot. Nee, noch schlimmer. Aber du darfst auch nur insgesamt einmal 6 haben. Das verstehe ich nicht ganz. Du musst von Anfang an schon wissen, wie dein Team zu sein hat und nur diese Pokémon darfst du fangen, kein anderes. Oh mein Gott.
Und wenn es stirbt, ist es tot und du darfst es nicht neu fangen. Oh mein Gott. Nuzlocke ist ja langweilig. Ja, wenn ich kurz zuvor ins Pocket Center gehe? Wenn es, das ist egal. Wenn es nicht stirbt, ist okay. Wenn es im Kampf besiegt wird, ist es tot. Dann musst du es freilassen. Ach so. Okay. Und der Oder es auf Timer die scheint Bank nicht zu legen. funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Der Timer. Yep. Doch, der Timer, der ist jetzt gerade um eine Minute drüber und deswegen, wenn es euch wirklich gefällt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr Pokémon von Zanrillos und mir sehen wollt, ob als Road to Die oder als normales. Wir spielen das jetzt mal schnell durch in 2 Tagen. Ich denke mal, Zanrillos schafft das in einer Folge. Nee, so schnell bin ich ja doch nicht, aber ich kann daraus einen ganzen Stream machen. Oder ihr schafft es innerhalb von einem Stream. Schreibt es in die Kommentare, vielleicht spielt Arne auch mit. Wer weiß, weil das kann auch Arne hochladen mit Kartoffelinternet. Halbes Kartoffel-Internet. Halbes Kartoffel, ja, die Folgen werden so um die 10 Megabyte groß, habe ich das Gefühl. Die Tonspur wird größer wie die Videospur. aber ansonsten bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen sind Träumchen. Dieb. Ich möchte meinen Kopf gegen eine Wand schlagen. Ich weiß nicht, das ist mein Lieblingsspruch. Schlagt ihm die Hände ab. Okay. In dem Sinne, mein Name ist Pox, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Euch einen feurigen Tag noch. Ciao, ciao. Arnes Verabschiedung ist Lachen.